Okay, weiter geht's in dieser für meinen Geschmack zu einfachen Episode. Wenn nämlich nicht die Bowser-Welt noch ganz richtig arg schwer wird, dann werde ich das doch heute noch durchschaffen. Das ist natürlich wieder so ein Labyrinth-Level, oder? Na klar. Wundert mich jetzt auch überhaupt nicht, dass es hier wieder so ist. Ist ja öfters mal so. Richtig raten oder was? Ja, zum Glück habe ich das ja auch geholt. Ich hab schon gedacht, dass ich da jetzt gar nicht durchgehe. Komisch ist das aber. Echt mal meine kleine Schwester-Niveau so langsam. Ich glaube, die wahre Herausforderung für mich wäre, diese ganze Episode durchzuzucken, ohne ein einziges Mal zu sterben. Grasland W3? Gibt ja voll viel Grasland. Wüsste ja gern, wie alt die kleine Schwester ist. Ja, ich weiß, er war jetzt fies. Du Knalltüte. Ändert das was? Doch nicht etwa irgendwo einen versteckten Ausgang, oder? Wobei, das Teil da unten könnte sein, dass man das benutzen soll. Das löst sich dann einfach auf und ändert irgendwas, man weiß aber nicht was.
Lauter komisches Grasland. Das wusste ich natürlich sowieso schon. Toll, das brauche ich ja ganz dringend. Hä? Nur eine Yoshi-Münze? Hat sich das ja gar nicht gelohnt. Glück gehabt, dass es den gekillt hat. Und wohl, man wird den Aufzug wahrscheinlich aktivieren müssen. Aber will man das gar nicht. Na toll. Vielleicht war es ja auch so, dass die kleine Schwester, die ich wahrscheinlich nicht dauernd erwähnen soll, dass die das Original Super Kaizo Mario viel zu schwer gefunden hat und der Boss hat es deshalb für sie gemacht, damit sie auch mal ein Erfolgserlebnis haben kann. Ach, da ist diesmal ein Ab drin. Also es kann natürlich immer noch sein, dass die Bowser-Welt dann plötzlich ultra schwer ist. Also nach dem Motto, so schwer, dass es nicht mehr normal ist. Aber bis jetzt deutet nicht wirklich was drauf hin. Und der Lakitu kommt so, dass man ihm nur ganz kurz ausweichen muss. So, es fährt dann ganz langsam los. Ja, natürlich, es wird dann ganz schnell und dann bremst es und fährt irgendwie so komisch rauf und runter. Oder mal auf einmal voll schnell runter. Aber die Geister sind ja eigentlich relativ einfach auszutricksen momentan. Man weiß ja nie, was der Aufzug vorhat. Okay. Wieder so eine Plattform.
Muss ich schon wieder raten, oder was? Boss hat mich nur nach da zurückgesetzt. Hä, aber das auch. Das ist natürlich die Tür, durch die man gekommen ist. Ich wüsste nicht, wer die kleine Schwester ist. Vielleicht ist sie ja büschelig. Ich würde sagen, flügelbüschelig. So ein komischer Hintergrund. Na toll, es war wieder so falsches Wasser. Jetzt soll allerdings eine Burg kommen. Natürlich ist die ja schwierig. Ich hätte gerne einen Hammeranzug. Oje. Hä? Man muss den aktivieren. Und dann ganz schnell rennen wahrscheinlich. Oje, es wird knapp. Na klar. Hä? Na super. Hoffentlich war das überhaupt richtig. Ja, zum Glück. Es wird wahrscheinlich Sinn machen, wenn man da hochgeht. Ich gehe davon aus, dass da noch Power-Ups sind. Oder ein Mittelpunkt. Das war doch eine Bosstür, oder? Ja, aber da ist ja noch eine Bosstür. Nein! Wer rechnet denn damit? Mann, wie zum Teufel mache ich den jetzt? Hä? Wie zum Teufel geht der Boss? Ach so. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wenn das weiß, dann ist es natürlich ganz einfach. Aber ich frage mich, ob man einen anderen Boss kriegt, wenn man da die untere Tür genommen hätte. Irgendwie bin ich mal wieder ein bisschen nobig. Ich will eigentlich nicht unbedingt so schlecht spielen wie die kleine Schwester. Von der ich gar nicht mal weiß, ob es sie überhaupt gibt.
Ich bin doch da draufgesprungen. Habe ich jetzt Sehstörungen oder was war das jetzt? Sowas passiert mir doch normalerweise nie. Also irgendwie bin ich gerade arg nobig. Ich meine, das Level ist doch einfach. Gewohnt, dass Schlösser viel schwerer sind, aber jetzt habe ich irgendwie schon wieder voll den Mist gebaut. Bin jetzt aber gefälligst da drauf. Ist das ein Noob? Das wäre ja wieder alle gemacht. Obwohl das Level so einfach ist. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Da kommt natürlich tatsächlich ein anderer Boss. Der ganz komisch aussieht. Ich freue mich, ob es einen Unterschied macht, welchen Boss man besiegt. Vor allem da oben ist noch was. Wahrscheinlich hat der Boss eine zweite Form. Nicht? Man muss den Boss da oben schaffen. Also diesen komischen Elefantenboss oder was das sein soll. Der mit Sicherheit auch eine zweite Form hat. Und wenn ich jetzt nämlich nicht so ein Tupanobi wäre, dann hätte ich das schon längst geschafft. Ich habe ja gesagt, wie ich den Schwierigkeitsgrad eigentlich empfinde, aber vielleicht habe ich das ein bisschen zu oft gesagt und spiele jetzt selber so total grottenschlecht. Und in so einem einfachen Level darf man ja gar nicht sterben. Eigentlich darf man ihn in so einem einfachen Level sich noch nicht mal überhaupt treffen lassen. Na gut, dann geht es also da hoch. In der Hoffnung, dass ich diesmal bei dem Boss da oben nicht wieder Mist baue. Wobei man da ja auch nicht damit rechnet, dass man da dann plötzlich von unten dran springen kann. Klang! Ach, das hat den sogar schon gegelt. Jetzt kommt auch noch ein Luftschiff. Das sogenannte Invasionslevel. Wo man immer Federn kriegt. Zum Glück habe ich aber schon Blumen. Die eh viel besser sind. Na toll. Wobei man hier zum Glück nicht runterfallen kann. Also genau genommen ist diese Episode ungefähr so, wie Nintendo es auch hätte releasen können, vom Schwierigkeitsgrad her. Vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher. Und jetzt? Ach so.
Muss ich schon wieder so ein Obig sein? Boah. Ich müsste eigentlich der Boss kommen. Ja, tatsächlich. Oh, das ist dafür gedacht, einen abzuschießen. Aber ich kann es auch benutzen, um den Boss abzuschießen. Kommt doch hierher, schieß! Mich kriegt ihr nicht! Wie einfach! Und tschüss! Das ist wohl erst. Aber gut, wir sehen uns im nächsten Video.